Ist denn schon wieder morgen? Es ist jetzt schon die zweite Nacht. Nein, es ist nicht morgen. Es ist die zweite Nacht, in der ich aufgewacht bin. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich glaube, ich vertrete mir mal die Beine. Oh, und mein Magen. Ich habe Hunger. Rezeption! Sind Sie da? Rezeption? Keiner da. Aber es liegt Essen auf dem Tisch. Rezeption, wenn ich nichts essen darf. Oder wenn ich was essen darf, dann sagen Sie einfach nichts. Okay, ich höre nichts. Ich darf essen. Oh, das tut gut. Genau das war das, was ich gebraucht habe. Ah. Yummy. Obwohl ich einen Bauern kenne, namens Schlübby, ist das Frühstück in diesem Hotel wirklich das Einzige, was mich jeden Tag am Leben hält. Es schmeckt gut, aber es ist nicht das Beste. Ich brauche dringend irgendwo Essen her. Das ist nicht das Wahre. Die ganze Stadt schläft schon wieder. Ich weiß nicht. Ich muss dringend mehr Leute kennenlernen. Aber wen? Andauernd sind alle Leute weg. Ich weiß auch nicht. Ah, das sieht ja sehr interessant aus. Was bist du? Was bist du denn? Spider-Fang? Hi. Hallo, ich habe Sie nicht belauscht. Ich habe ein bisschen Feuerstein für Sie. Oha. Sind leider nur 10, aber nur? Ich hoffe, dass... Das ist ganz schön viel, dankeschön. Hier wollen Sie einen Spinnenzahn haben. Das ist sehr, sehr nett von Ihnen, aber ja gut, wollen Sie vielleicht einen gelben Farbstoff haben? Oh ja, den nehme ich auch gerne an. Okay, haben Sie vielleicht noch was für mich? So ein bisschen Tauschhandel betreiben? Ja, ich hätte hier so einen Transportpfeil noch. Das ist sehr cool. Haben Sie den bekommen? Nicht, dass ich wüsste, ich habe nichts gesehen. Er hat sich wegtransportiert. Deswegen heißt er so. Oh Mann. Egal, ich habe hier noch eine leere Glasflasche für Sie. Oh geil, ich habe eine volle für Sie. Das ist jetzt echt ein... ich dachte schon, Sie geben mir meinen Karottensaft wieder. Das wäre jetzt der hat so sich irgendwie gewesen. Verfärbt, ich weiß auch nicht. Apfel schmeckt schon wieder ganz gut. Ach, was das haben ist wir Apfel. Hier noch? Oh, okay, ja gut, ja, das ist Apfel. Ich habe hier noch Rutenhirse für Sie, einen Faden, eine Leiter. Gucken wir mal, was wir hier alles so haben. Ich denke, guck mal, das kann ich alles nicht mitnehmen. Doch, das können Sie annehmen. Ich kann das nicht annehmen. Nein, das ist viel zu viel. Ist kein Problem. Wir verstecken das und dann hole ich das später ab. Alles klar, machen wir das so. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Wenn ich fragen darf, wofür brauchen Sie den Feuerstein? Ja, Sie wollen hier genau. Sie wollen hier nicht ein Feuer entzünden. Ja. Hat irgendwas vor? Hab ich nicht. Ich hab nichts vor. So ein komischer Kauz. Keine Ahnung, was der macht. Der gibt mir andauernd seinen ganzen Müll. Und ich habe gehört, er hat auch den Herr Verzögerung schon vergiftet. Also den sollte man echt in Augen behalten. Ich weiß ja nicht, was mit dem verkehrt ist. Oh mein Gott, ein Huhn. Wo kommt dieses Hühnchen her? Hallo Hühnchen. Hast du denn deinen Namen? Quack, 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 quack heißt du. Oh, cool. Geiler Name. Wollen wir Freunde sein? Einmal mit dem Kopf nicken, wenn wir Freunde sein wollen. Das war ein Nicken. Ja, beste Freunde. Beste Freunde, Spiele fangen. Und... Oh. Okay, keiner hat geguckt. Gut. Ich habe beide Fiede. Was war das? Aha, Herr Nestfloh. Der hat einen Huhn getötet. Der hat einfach einen Huhn. Oh Gott, der ist noch da. Er ist noch da. Oh mein Gott, der ist vollkommen wahnsinnig, Mann. Herr Nestfloh, ich kann Sie hören. Mich töten. Hilfe. Juri, Frau. Oh. Herr Nestfloh. Was haben Sie in meiner Schmiede gesucht? Nehmen Sie die Waffe aus der Hand. Eine Feder kann... Fühlen Sie sich bedroht? Au. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen überhaupt was nichts getan. Was haben Sie in meiner Schmiede getan? Ich habe... In Ihrer Schmiede? Was? Wie? Hä?
Wovon reden Sie? Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Es wäre jetzt super, wenn zufällig ein Mexikaner vorbeikommen würde und mir helfen könnte, indem er Dizzy die Herrn... Wie war Ihr Name noch gleich? Herrn Dizzy, können Sie sagen. Indem Herr Dizzy zufällig in einem Kaktus landen würde. Das wäre jetzt hervorragender Zufall. Oder im Treibsand. Pablo! Ich hab dir gesagt, du sollst die Sprache besser lernen. Nicht du solltest in den Treibsand laufen. Hilfe! No. Dios mio. Au, wieso schlagen Sie mich? Oh Gott, ich bin gefangen. Da kommen Sie nicht mehr raus, bis Sie wie mir sagen, ich hier was, nur je was wieder haben rauskommen? Sie mit diesem Gebäude vor? Und warum haben Sie das Huhn getötet? Ich habe Fang gespielt mit dem Hühnchen. Und dann ist es gestorben. Nein, es ist abgehauen und hat mir ein Andenken dagelassen. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier? Oh mein Gott, ich habe 3 Federn. Wenn er schon ein Hühner... Aha, Sie haben also schon mal Hühnchen getötet. Wenn er schon ein Hühnermörder ist, dann bin ich ein dreifacher Hühnermörder. Moment, ich hasse Hühner. Wir sind beste Freunde. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Manchmal vergesse ich meinen eigenen Charakter. Hühnchenmörder-Freund, oder wie? Kommen Sie doch in mein Haus, wir können ein bisschen was essen. Treten Sie ein. Okay. Ist ganz hübsch hier. Ja, schon. Sie können sich hier mal reinsetzen und ein bisschen baden. Ich glaube, Sie haben auch ein bisschen Hunger. Sie können hier eine Kartoffel essen. Wenn Sie die kriegen, ja. Und? Schmeckt's? Super geil. Möchten Sie noch ein bisschen Schweinefleisch? Oh ja. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Tut sehr gut, dankeschön. Okay, und jetzt erzählen Sie mir, was haben Sie hier drin vor? Hä? Ich dachte, das wäre Ihr Haus. Also müssten Sie mir sagen, was Sie hier drin vorhaben. Ich sammle Edelsteine. Mhm. Und warum ist da dann Kohle bei? Und Leder? Für mich sind Tiere die edelsten Geschöpfe auf diesem Planeten. Deswegen ist für mich Leder so etwas wie ein Edelstein. Diese Kugel hier, die hat mir Herr Symbius mal Herrn in die Symbius. Brust gerammt. Genau. Geschossen und ich habe trotzdem überlebt. Deswegen ist es so eine Art Glücksbringer für mich. Ich weiß zufälligerweise, dass Herrn Symbius sowas niemals tun würde. Sie kennen Herrn Symbius? Eigentlich nicht, nein. Gut. Wie gesagt, das war Herr Symbius und ja, und Kohle ist halt auch hier in der Wüste schon recht viel wert. Gerade, da stimme ich hinzu. Gerade für mich. Wo ich viele Tiere brate. Aber sie sind trotzdem was Edles für mich. Okay. Und was machen Sie sonst hier so, außer Edelsteine sammeln? Ich sammle merkwürdig aussehende Materialien und kleister sie in meine Wohnung. Cool, genau dasselbe mache ich auch. Wow, wir sollten die besten Freunde werden. Ja, lass uns Freunde sein. Und jetzt gehen Sie in die Ecke. Wollen wir Fang spielen? Gehen Sie in die Ecke. Wollen wir Fang spielen? Gehen Sie in die Ecke. Wollen wir Fang spielen? Aber Sie haben eben mit dem Hühnchen Fang gespielt und es ist gestorben. Wollen wir Fangen spielen? Lass uns Fang spielen. Tschüss. Ich mag es, Fang zu spielen. Tschüss, Pablo. Oh oh. Das ist jetzt aber schlecht. Ich will nicht sterben. Ich gehe mal langsam hier weg. In der Hoffnung, dass mich niemand sieht. Okay. Vor diesem Partner und diesem Nestflur sollte man auf jeden Fall mal aufpassen. Und was macht jetzt schon wieder diese Joi da? Wo ist diese, Senor? Oh Gott. Hola, Senor. Was tun Sie da? Wieso ziehen Sie auf mich? Ich weiß nicht, von was Sie sprechen.
Unterlassen Sie das, das tut weh. Ich habe gehört, Sie sind eine dreckige Indianer. Was? Indianer? Ich kenne keine Indianer. No? Was sind Indianer? Indianer, diese komische Rotoutmenschen, die man machen Piu Piu mit Bocken. Rote Haut? Nee. Was? Hä? Noch niemals gesehen. Also Sie sind nicht Alien. Nein, nein. Dann müssen ich Sie, doch. Senor, Neste vertan haben. Dann tut was mir hat, leid, was Senor. Hat er Ihnen denn erzählt? Er hat gesagt, Sie sollten töten diese... Senor, er ist eine... Er hat Rotout-Blut. Aha, nein, habe ich nicht. Okay, dann tut mir sehr leid. Adios. Alles klar. Und noch einen schönen Tag. Ziemlich merkwürdige Gestalten, ich sag's immer wieder. Tanzt sehr schön und hat einen goldenen Ton. Sie arbeitet mit den komischen anderen Banditen. Auch was? Wenn sie haben, euer Chef fällt mir keine Reim ein. Seniorita. Seniorita, die Storys, ich hab sie ja so lieb. Seniorita, die Storys, ich habe sie so lieb. Sie sind so schön und haben viel Geld. Damit können sie sich kaufen. Alles geklaut. Die ganze Welt. Seniorita Historie. Hören Sie bitte nicht auf zu klauen unsere Geld. Das ist doch eine alte Braut. Seniorita Historie. Wunderschön. Nice. Hey. Frage, Herr Mabo, ist vielleicht zum Abschluss für mich nochmal Guantanamera drin? Oder ich habe schon gehört, was Sie wollen. Ah. Sie ist natürlich noch drin. Ah, ist der Wahnsinn, ist der Wahnsinn. Okay, Leute, macht euch bereit. Oh, jetzt kommt's, jetzt. Bei Guantanamera müsst ihr alle tanzen. Das ist ein Lied, wo man wirklich mitwippen muss. Aber welchen kann ich nicht? Ich, die Taste ist bei mir nicht belegt. Ja, dann bei mir auch nicht. Okay, gut. Dann ich kann nur sitzen und liegen. Ach, vorhin auch dieses so. Einen Moment. Natürlich, natürlich. Legen Sie mal die Noten bereit. So, ich werde hier nebenbei schon mal kurz gucken, dass das hier alles läuft gleich. Ja, das ist normal. Oh, Moment. Welche Taste ist denn das standardmäßig? Also, eigentlich hat die... Keine Ahnung, ich habe die alle auf... Ich habe die auf die ganzen Numpads gelegt. PM. Ja, aber welches? Wie, welches? Ich habe sie auf die Numpads gelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, das ist 5er. Okay. Oder 5, was weiß ich. Nice. Sind Sie bereit? Ja, aber ich sowieso. Nice, Guantanamera. 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 Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir quiero echar mis versos del alma. Oh, yes, Ale. Guantanamera. Guantanamera. Oh, God. Guantanamera. Guantanamera. Okay, noch eine zweite Strophe. Natürlich, natürlich. Mi verso es de un verde claro. Y de un carmín es el tito. Mi verso es de un verde claro. Y de un carmín es el tito. Mi verso es un quiero y herido. Que busca en el monte al paro. Yes, Vidar. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira
Awesome, absoluter Hammer. Der Chat rastet gerade völlig aus mit Herzen. Wow.